Und schon hat sich das ausgeweihnacht, Mann. Wobei, die kommt mir so bekannt vor, so diese Kanalisation. Also diese Kanalisation, gerade diese Ecke hier. Ich meine, da sind wir schon lange, aber das kann ja gar nicht sein, weil wir jetzt ja auf einer ganz anderen Insel sind. Ja, kommt mal ein bisschen näher. Dann kann ich euch mit dem Ding ja mal um die Ohren schießen. Nimm das Ding, nimm das Ding, nimm das Ding und jetzt ab in die Mitte und... Na, das war klar, aber Hauptsache, wir haben jetzt hoffentlich einiges damit niedergemacht. Ich bitte darum, dass die tot sind. Ach, das war sowas von so unklar. Und du spuckst mich nie wieder an, du ekel, fettes Schwabbelvieh, du. Bah, pfui, Teufel, ey. So, das musst du jetzt einfach mal raus. Ich frage mich, warum ich überhaupt noch einsammle. Ich gehe wirklich davon aus, das wird wahrscheinlich die letzte Mission sein, die wir hier antreten. Dann werde ich es mir halt noch ein bisschen im Multiplayer gemütlich machen danach. Aber ich sag mal, dafür werde ich jetzt nicht extra Aufnahmeset machen. Wegen, haben wir festgestellt, ich fand es mal wirklich gut und nett, aber es funktioniert ja alles nicht so, wie es sein sollte. Allein mit der Sprachaufnahme. Ich sag mal, wenn ich sowas nochmal mache, dann muss das irgendwie anders gelöst werden mit der Kommunikation. Dann kann das nicht über Spiel laufen, also über die Box direkt. Dann muss das halt, sag ich mal, über Skype oder sowas laufen, was damit aufgezeichnet wird. Natürlich nur nach Einverständnis, versteht sich, denke ich mal, von selbst, dass wir da nicht, beziehungsweise, dass ich da nicht einfach die Leute aufnehme. Sowas geht doch gar nicht. Oh mein Gott! Da gehen wir gar kein Risiko ein. Schmeißen dich auch immer, oder? Ah, das wird... Oh, Lea, Lea! Oh Gott! Was ist denn hier passiert? Also, dafür bin ich nicht verantwortlich. Das möchte ich jetzt mal dazu sagen, ne? Diesen Mist hier habe ich nicht zu verantworten. Wie, was? Ernsthaft? So. Ja, da schießt du denn schon die Körperteile ab und die stehen trotzdem immer wieder auf. Wo sind wir? Sind wir jetzt eigentlich schon im Block C? Leider sehe ich jetzt nicht genau, wo wir sind. Ich bin dafür die ganze Zeit nur dem Weg der Karte gefolgt. Ich denke mal, wir werden uns wahrscheinlich mit dem ganzen Mob da hinten anlegen dürfen, also mit den Gefängnissen. Also die in der Kantine da saßen, wo unsere beiden Freundinnen sind. Nee. Wie? Ich verstehe es jetzt nicht. All was quiet. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro, so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him, and he sacrificed himself so that we could get away. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals, and all we could do is watch. If not for Moen, we would not be here. Ja, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Also gut, ich sag mal, damit hat sich das jetzt eigentlich schon erledigt, was ich vorhin meinte. Mit dir gegen den Mob kämpfen, aber naja, dann haben die Entwickler halt so gelöst. Eigentlich, naja, also. Es ist nicht wirklich würdig gewesen, das jetzt da so zu beenden. The elevator's here. Okay, now, take a second to catch your breath. Was ist denn los mit euch? Hey,
Get up. Ich verstehe. Wake up. This ain't no time to be taking a damn nap. What happened? The fucker gassed us. I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here, like, now. And how do we do that? Since Colonel, trust me, just fucked us. You had something he wanted? He came in here and took it right off you like he knew just where to find it. The vaccine. What the hell? Well, that's just great. Told you we couldn't trust it. We gotta move, come on. There's a chopper on the roof, it's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation, the whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Na denn? Ja, das machen wir schon irgendwie. Oh, und hier ist schon wieder mehrere Wege. Ja, ich möchte einen sicheren Weg gehen. Oh, Munition, so wie es sich gehört, so wie ich es liebe. Noch mehr Munition, irgendwelche Waffen, kraftlose Machete. Ach, hau mir ab mit deinem blöden Macheten, Kinderkack da. Jetzt wird sie ja vernünftig gemacht. Mit dem. So, dann schauen wir mal, wo wir uns hier... Ha, vielleicht ist ja gar nicht so viel los mit Zombies. Ich denke, aber ich frage mich wirklich, ob es hier einen Endkampf geben wird. Also so einen richtigen Endkampf. Nicht einfach so, wir schießen jetzt mal 20.000 Zombies entgegen und du freust dir einen Ast ab. Sondern ob das hier richtig, richtig böse enden wird. Oh, da renne ich doch lieber durch, ganz ehrlich. Also das sind mir doch... Da renne ich nicht durch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich schmeiß lieber Mollys. Dann kostet auch nochmal direkt noch einer. Oh, 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 oh. Was habe ich angerichtet? Was habe ich nur angerichtet? Wenn du auch einen auf der Palle... Ach, das war klar. Ich habe gedacht, der zweite Schlachte würde ausreichen für den Schläger, aber das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Nee, komm her, mein Freund, du haust ihn hier. So, und jetzt wieder Molly und freut euch einen Ast ab. Oh, ich sehe nur noch Zahlen von mir. Da sagen wir es noch ein Medikit hierbei haben. Haben wir jetzt Alkohol in der Hand? Blöder Freak, du. Du Freebo-Freak. Fleischermesser. Naja, nehmen wir mal mit, ne? Einfach als alles mit. Also. Ach, wir haben gar keine Mollys mehr. Erstmal müssen wir uns um diese kleinen blöden Zombies hier kümmern. Ja, und die. Ja, nee, mich auch. Ach, das ist nicht wahr. Ja, komm her, mein Lieber. Zack, 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 zack hier. Und dann gleich mal richtig zackig. Man mochte es nie. Haben wir Medikit, Medikit, Medikit? Na!
Haben wir nicht noch unser Gewehr da? So, was ist unsere Elektromachete? Damit kriegen wir noch recht gut klein, das wusste ich noch. Das wusste ich doch, dass wir den damit klein kriegen, diesen verdammten Freak. Ich glaube, die behalten wir so erstmal in der Hand, einfach nur so Spaß. Oh, das ging jetzt aber schnell, weil ich hätte es nicht gedacht. Starkstrom, komm her, Mann. Zack. Mit einem Blitz in der Luft ist das nicht geil. Na. Fette Schwammelfieh. Ekelhaftes Scheißteil. Aber an dir. Da rede ich gar nicht mit drüber, mein Freund. Da rede ich gar nicht drüber. Ich. Oh. Ja, das sah jetzt natürlich bestimmt geil aus. Komm, dann muss da irgendwie einfacher gehen, oder? Der denn her? Ich komme hier nicht weg. Ja, da habe ich ihn auch schon gesehen. Sagt er doch, dass das ein Suizid ist und ich schieße da einfach drauf. So hätte ich einfach viel zu viel Munition. Was hast du denn da? Schnitter brauchen wir nicht. Wir wollen lieber hier ein bisschen rumschnitzeln. Oh Gott. Nee. Jetzt haben wir natürlich keine Munition mehr so wirklich. Ich schau mal, ob ich irgendwas durcherkenne. Nee. Ha. So, komm her. Das ist der nächste. Nächster, bitte. Nächster, hab ich doch gesagt. Danke. Nächster. Ah, leck mich doch. So. Ich versuche es mal einfach irgendwie nur schnell durchzukommen. Yeah, geht doch. Komm schon, komm schon, komm schon, Mann. Mach die Tür auf. Los, Mann. Oh mein Gott. Ha. So leicht haben wir uns ein paar Zombies erspart. Ich sag mal, gut, wir müssen aber wirklich nicht alles machen. Habe ich das Gefühl, dass meine Energieleiste irgendwie ein bisschen kleiner geworden, aber ach, na gut, ist ja auch scheißegal. Wir rennen nämlich gerade aufs Dach und ich hoffe, dann kommen wir auch eigentlich zum Hospital, wo der seine irre Frau abholen will. Schauen wir, ob wir noch schnell was reparieren können. Ja. Und Energie, aber Energie brauchen wir gerade nicht, sondern nur die Pistole. Lauf, lauf, lauf. The Ring of Fire. Mit Zombies higher. Ach, da sind diese Irren. Nein, ich bin vorbeigelaufen. Nee, nicht schlagen. Oh Gott. Ja, das wird nichts. Ja, ich merke nämlich gerade gar nichts mehr hier. Also wirklich was gesehen habe ich da jetzt nicht mehr. Ich wollte irgendwie schnell auf meine Machete wechseln, aber irgendwie hat das nicht so hingehauen. Pff, was nimmt man jetzt?